Hallo, liebe fantastische Menschen von YouTube. Willkommen zurück zu einer weiteren epischen Runde von Trouble in Terror's Town. Heute versprechen wir euch eine Explosion aus Spaß, Glitzer, Liebe und natürlich Currywurst. Hey, warum ja, ihr habt richtig gehört. Keine TTT-Party ohne die heilige Currywurst. Was? Also schnappt euch eure Glitzerpistolen und eure Liebe. Denn heute wird's magisch. Doch seid gewarnt, zwischen all dem Fairy Dust und den Knuddelattacken lauert auch das Verderben und der Krieg. Aber hey, das macht doch den Reiz aus, oder? Also, meine wundervollen Zuschauer, lasst uns gemeinsam in die Schlacht stürzen und noch länger geht nicht, ne? Und das Chaos umarmen. Es wird glitzern, es wird knallen, es wird episch. Grüße an alle, die diesen Wahnsinn mit uns teilen. Seid ihr bereit? Lasst uns TTT rocken. Einfach Runde vorbei, Junge. Das ist doch keine Anmoderation, das ist einfach das so. Das ist ein Skript, Alter. Das ist ein Filmbuch. Das ist ein halbes Skript, ey. Sorry, ist mir spontan eingefallen. Ja, du hast dich einfach von deinen Gefühlen leiten lassen. Mein Gefühl. Ja, vor allem, weißt du, welches Wort ich bei Dauer am meisten fühle? Fairy Dust. Fairy Dust, ja. Das hört sich eher an so wie Purple Haze, weißt du? Das Ding ist, diese Kombination, schnappt euch euren Fairy Dust und eure Liebe. Es wird Verderben und Krieg geben. Ich finde auch, Dauer sollte Synchronsprecher werden. Alles klar. Bin ich gut. Oh Gott, ich weine. Man stellt euch mal vor, diese typische Autowerbung, und dann kommt Daro, weißt du, dein Auto mit Krieg. Wer ist mit Fairy Dust, wird es das TTT-Erlebnis. Lasst uns TTT rocken wie noch nie zuvor. Oh Gott, Alter. Das war ein Traum. Kind. Och, Mann, Akmalo muss auch immer den Spaßverderber spielen, oder was, ey? Ja. Alter. So, wer ist Trader? Bitte einmal melden. Fairy Dusted Fairy Tale. Andi Trader, okay, Andi Tone. Hallo. 99. Oh, der war. Nein, ich war die ganze Zeit. Da ist gerade an mir vorbeigelaufen, bevor du irgendwelche falschen. Ich schwöre euch. Na, Wayne, warte mal. Warte, stopp. Ich glaube. Ja, ich mein, warte, 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 kurz, darf ich kurz was sagen? Darf ich kurz was sagen? Das du. Ina! Ja! Was ist mit Ina? Na, Wayne, er schießt mich. Der hat eine Mine platziert. Ich bin halt tot. Das ist voll gelogen. Ja, das ist richtig. Daro ist an mir vorbei. Junge, warum muss Hina jemand an Mann, ey? Ich hätte doch die Informationen gehabt. Ja, hab da davon. Ich hab deine was angenommen? Meine Identität. My Identity. Ich hab nichts angenommen. Also, wenn ihr Daro seht, ich glaube, Daro ist ein Bösewicht. Selber Bösewicht. Hina ist tot. So eine Scheiße, Mann, ey. Daro ist oh Gott. Langlebig, Hina. Ja, du musst aber auch besser schießen, wenn du mich schon verfolgst. Explosionsdamage. Ich glaube, das ist Narain einfach. Bloß, was das Ding ist, da Andi müsste Akmala jetzt mal sagen, Daro und Narain sind es, weißt du? Akmala ist viel zu lieb! Die ist viel zu nett! Die denkt immer nichts Böses. Überzeugt mit dem Krieg rausgehauen. Er deshalb hat den Krieg halt schon vorher gespürt. Ja. Deshalb Daro. Boah. Weg mit dir! Siehst du? Ich war das nicht! Too late to apologize! Dann ist es aber trotzdem jetzt einer von euch beiden. Wieso verkauft er mich? Schon, aber. Nee, dann muss es noch wählen sein. Nee, ich bin's nicht. Wie irgendeiner von euch, ich Junge! Ich bin nicht Daro, fuck. Wisst ihr, was das Beste bei Andi ist? Der sagt immer, ja, das und das wurde doch vorhin schon gesagt. Ich habe gerade rumgeschrien wie der absolut erste Mensch auf der Welt. Sag hier, Narain hat mir gerade einen Nippeltwister gegeben. Und dann sagt er jetzt, ja, einer von euch beiden ist es. Oder der verarscht uns. Ey, ich kann den nicht mehr lesen, ne? Andi ist einfach. Andi ist ein Buch ohne Inhalt, Junge. Das ist einfach. Musste mit UV-Licht musste das anleuchten, damit du das sehen kannst, überhaupt, was der da wirklich denkt. Dann warte ich einfach, dass die Zeit vorbei ist und dann ist in Ordnung. Lass die Seele baumeln. So ist richtig. Lass einfach los. Hallo. Ich geh wieder. Lass mich in Ruhe. Könnt ihr diese Antwort auch bei anderen Games nutzen? Das ist so geil, ne? Das war eine richtig geile Idee.
Also für alle, die sich gerade fragen, warum das immer vorgelesen wird. Hina ist die ganze Zeit dabei und sucht sich am Anfang der Runde jemanden aus und schreibt bei ChatGPT, hier macht man eine Moderation mit dem und dem Thema und in dem und dem Stil und so. Dann schickt sie das einfach der Person zu und dann lesen wir das vor. Wir kennen das vorher gar nicht. Das macht's halt so geil. Das ist richtig nice. Ja. Oh, Action. Guck mal, Akmala läuft einfach weg. Ja, bisher, ne? Noch gar nichts. Geht aber weg. Akmala ist nicht, die weiß auch gar nicht, wer böse ist. Die weiß es nicht. Und Andi denkt jetzt, Akmala ist es oder was? Ey, hör auf. Nein. Hä? Wie kann denn Navain hinter allen immer hinterherlaufen immer noch? Das ist die Falsche. Der hat keine Zeit. Ah! Du kleiner Pisskopf! Ich wollte es nicht sagen. Kann es sein, dass du irgendeine Waffe hattest, die ein großes Error sein könnte? Ja. Ich musste die deswegen schnell nutzen. Ja. Hä, bei mir ist das aber kein Error. Bei mir auch, aber. Ich hab das durch die Wand gesehen, deshalb wollte ich da. Okay. Also, das fand ich dann gemein, wenn ich dann sag, so, ja, ich hab gesehen, dass es ein großes Error aber ist. Aber Navain war ja von Anfang an schon also war schon. Ich hab mich verguckt, ich hab gedacht, ich hab ein Defi und wollte dich wiederbeleben. Ich hab den Titel für die Folge. Andi, ganz kurz. Andi, hast du das gerade ernst gemeint, ob es Akmala oder Navain ist? Oder war das einfach nur ein Troll von dir? Nee, ich wollte Akmala nur klar machen, dass wenn sie Navain sieht, dass sie ihn erschießen soll. Mit diesem Satz? Ja. Bist du? Okay. Ja, ich wusste, also dass Navain ist, weil also die Story keinen Sinn ergeben. Okay, ich habe nämlich kurz Angst gehabt. Ich habe dich nämlich schon wieder angeschrien. Tut mir leid. Ja, wenn die Story keinen Sinn ergeben hat, warum hast du mich umgebracht? Weil du von hinten auf mich geschossen hast, du Lanze. Ich habe nicht auf dich geschossen. So, wie heißt die Folge? Achso, stimmt, das haben wir davor gar nicht gemacht, ne, wie die Folge heißt. Nee, davor heißt. Ich kann's nochmal durch. Nein, das ist jetzt nicht so schlimm, das ist okay. Aber die heißt, die jetzige heißt Glitzerliebe und Currywurst. Doppelpunkt, das epische TTT-Abenteuer voller Chaos und Magie. Wie soll das gehen? Das kriegst du nicht in Titel von der Zeichenzahl, ja. Das funktioniert nicht. Ich muss mal kurz, scheiße. Hä? Hallo, Hina. Ja, Navain? Ja. Soll ich schießen oder warum? Ja, schieß mal bitte auf den Boden. Okay. Danke. So? Nö. Ach so. Okay. Reicht das denn? Soll ich jetzt nochmal einmal auf den Boden schießen? Oder? Ja, bitte noch einmal auf den Boden. So? Ja, danke. Darf ich jetzt gehen? Wo ist Spectator, by the way? So, irgendwo liegt eine Leiche wahrscheinlich. Oh, warum ist da daraus Spectator? Aber das kann nur sein, wenn er AFK war. Also bevor die Runde angefangen hat, war ich auf einmal Spectator und bin umgefallen. Okay. Ja, ihr müsst euch bewegen, weil sonst werdet ihr AFK gesetzt automatisch. Ihr müsst immer laufen. Das steht da. Also es läuft ein Timer. Ich hatte vorhin diesen Timer auch laufen und dann habe ich mich bewegt. Hier. Hallo Andi. Hallo Navain. Hallo Navain. Hallo Hina. Hallo Akmala. Hallo Akmala. Hallo Daro! Mit Fairy Dust! Hui! Es ist Fairy Daro. Können wir irgendwas mit Daro machen vielleicht? Wir haben noch Traitor oder Detective, können wir den wiederbeleben? Wen denn? Daro. Ich weiß nicht, er hat ja noch die Rolle Zuschauer. Ich hab kein Wiederbelebgerät. Stell dich mal vor, er sollte Traitor sein, der wird dann einfach nochmal Traitor. Also ich habe ihn gerade geschaut und ich glaube, da steht Innocent. Ja. Ja. Innocent. Also, haben wir, glaube ich, keine Gefahr. Hä? Hier hat jemand gerade geschossen? Granate von Andi, darum möchte, der gönnt uns die Romanze nicht. Okay. Also, wir können darum nicht wiederbeleben, ja? Navain, du bist, ja. Ich frage nochmal, können wir darum wiederbeleben? Weil ich Vorsicht gesagt habe, ja, ich gehe ja schon, lass mich in Ruhe. Nein. Ich werde schon wieder verdächtig, ohne dass ich irgendwas mache. Ich gehe einfach weg. Kann irgendjemand da? Ja, ist aber auch kriminell. Oder geht das nicht? Okay, dann mache ich jetzt was, damit ich dann nicht mehr sus bin, I guess. Ich werde jetzt so lange fragen, bis mir jemand eine Antwort gibt. Können wir Daro wiederbeleben oder nicht? Nee. Wahrscheinlich nicht. Also Hina sagte nein. Ich kann es nicht. Nee, nicht mal die Traitoren können einfach sagen, dass sie ein Dingsbump-Pack haben und dann einfach hier das einmal kurz für Daro machen. Ich meine, der kann auch bei euch im Team sein dann. Okay. Dann nicht. Begeisterung ist grenzenlos. Ja. Wow. Daro, tut mir leid, du musst ein bisschen sympathischer sein. Sorry, Akmala, jetzt ganz weit.
Haben wir denn überhaupt bei den Traitoren ein Defi mit bei? Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht. Hallo, Andi. Ach nee, warte, ich muss was machen. Andi. Stimmt. Sollte irgendjemand mit Daro klauen wollen, ich erschieße euch sofort. Ihr habt gesagt, ihr könnt ihn nicht wiederbeleben. Wenn ihr jetzt herkommt, um ihn wieder zu beleben, dann raste ich aus. Ich weiß auch nicht mal, wo er ist. Also kann ich dir nichts klauen. Weg mit dir. Ich will dich nicht abschließen, Andi. Andi hat gerade provoziert, möchte ich nur mal kurz mitteilen, ne? Er hat mir kurz Hoffnung gemacht. Nein, 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 ja, du hast gesagt, du kannst ihn nicht wiederbeleben. Wenn, wenn das jetzt doch geht, dann ist halt scheiße. Wow. Was war das denn? Was los, sag mal da? Laufen nennt sich das. Also, gängige Taktik in TDT. Meine Beine tun jetzt weh. Andi ist auf einmal vor mir aufgetaucht. Ja, der macht das manchmal. Das ist aber okay. Wenn du Angst vor ihm hast, dann brauchst du nicht anfangen zu zittern. Das ist so der random Andi. Ach, da ist Kevin. Dann weiß ich, wo Daro ist. Das ist eine ewige Liebe. Ich bin wirklich sehr enttäuscht, dass immer noch kein Traitor hier hingegangen ist und wenigstens mal probiert hat, ihn wiederzubeleben. Ich war schon ein paar Mal da. Wer denn? Ja, hey, du bist nicht Traitor, hör auf, du hast mich schon weggeschossen. Das macht gar keinen Sinn. Hallo. Er wirft schon wieder eine Granate, Leute, Andi mag mich nicht. Was ist los, Nina? Aua! Aua. Ich bin ist das mit Feuer oder ist das ohne? Ist mit Feuer oder ohne? Aber aufpassen, dies mit Feuer, hinten rechts im Eck. Okay, ja, danke. Danke. Andi hat Feuergranate geworfen! Na, Ben, du bist so, du bewegst dich so sass! Wieso? Irgendjemand hat mich mit irgendwas infiziert. Klären Sie es bitte. Das ist doch Dingsding hier, oder nicht? Das ist doch immer hier der von Dings da. Von Naveen. Der Gute von Dings da. Der kommt immer mit Kretze um die Ecke geflogen. Au. Naveen. Aua! Opfer! Opfer! Was? Ihn hat Opfer gesagt! Hallo, was passiert hier? Redet mit mir, ich brauche Infos! Naveen hat 20 Millionen Schüsse daneben gesessen. Das ist nicht okay. Ja, hey, warte mal! Nee, Andi kann nicht Traitor sein! Der hätte mich schon erschossen! Das macht gar keinen Sinn! Ja, auf jeden Fall. Nice Showdown. Ich habe nur noch zwei. Ich weiß doch auch nicht. Was sollen wir jetzt noch tun? Maler? Ja, er schießt mich. Komm, Ina, nehm mich weg. Ich habe die ganze Zeit darum gekämpft, dass Daro wiederbelebt wird. Die ganze Zeit. Oh, mon chéri, dafür habe ich Feridas für dich. Scheiße. Scheiße. Ja, so scheiße ist das. Alle laufen immer weg. Alle laufen immer weg. Oh Mann, das ist echt. Aua! Nein! Ach Mann, ey! Ich hab mich viel zu lange mit Scheiß Daro beschäftigt, ey. So eine Kacke. Ey, was ist das? Ja. Wo ist die Liebe hin? Alter, Hina, du Knödel, Alter. Ich hab nur Taube gesehen, was du Opfer. Was für Taube? Ja, ich hab ne Taube nach dir geworfen, dann hatte ich diesen scheiß Bug, dass ich das Viech die ganze Zeit in der Fresse hatte. Ich hab nichts gesehen. Ist aber auch geil, dass wir diesen Bug kennen und weißt trotzdem was, immer wieder die Tauben nehmen. Was geil ist, ich hab noch Silent Step und Speed drin, Alter. Du hast mich gar nicht getroffen. Find's auch super, dass ich Hina die Leiche von der Vayne auch einfach unter den Füßen weggezogen habe und das hat sie nicht gestört. Ja, super. Ja, nichts gesagt, war, gar keine Reaktion. Ich war kurz am. Wer ist hier das Opfer, Hina, hä? Ja, ich. Finde ich gerne. Das ist auch eine Aussage. Gibt's eine Cristiano Ronaldo Traitor-Waffe oder so? Das wäre doch mal schön. Ja, und dann so seine Nachtor-Pose einfach und dann haust du dem anderen so im Bauch oder so. Was? Gute Nacht, Mel! Ey, liebe Mods, falls ihr Bock habt, aber nur falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne für Mel einen Shoutout machen, ja? Sonst mache ich den nachher. Alles gut. Mel, schlaf dich schön! Ich würde sagen, Chat, wenn wir nochmal Traitor werden, dann machen wir das Züding nochmal, ja? Oder wollen wir neu drehen? Neu drehen oder nochmal? Ist es scheißegal, dann müsst ihr entscheiden. Ah, oder werden, ich weiß das, ich weiß das auch nur, weil. Weil wir nehmen einfach einen Frisbee. Curry? Ja? Ich hab was für dich. Nein, geh weg, ich will gar nichts von dir. Das letzte Mal hast du deine Hose aufgemacht, ich will das nicht. Du hast gesagt, ich soll es ankündigen. Nein, nee, aber du, was denn? Hallo.
Da ist Feuer. Wo? Da, wo du hinläufst. Oh. Hier ist kein Feuer. Ah, danke, ah, doch, Mann, da. Ey. Ganz hinten in der Ecke. Ja, ich habe eine Traitor-Waffe von Daru bekommen, er schießt ihn, ich hab gesagt, ich mach's nicht. Okay. Okay. Ich glaube, Andi knallt ihn einfach weg jetzt. Hey, Andi, warum drehst du um? Andi hat eine Waffe gewechselt und hat dann umgedreht, nachdem ich an ihm vorbeigelaufen bin. Ich meine ja nur, ne? Ja, aber ich wissen wollte, wer das war. Du siehst doch, dass ich blau bin. Aber du kannst doch bestimmt auch am Anfang ohne Waffenwechsel sehen. Nee, Andi, ich möchte nicht in deine Gesicht. Nee, ich glaube, ja, also. Ist ja auch okay, ich wusste nicht, dass du da bist. Aber warte mal, Andi checkt doch am Anfang immer bestimmt, wer Detective ist oder so. Ich glaube, Andi ist so krass. Ey, lauf mal nicht in deine Gesicht. Ja, aber da war dunkel. Ich hab nicht mal erkannt, dass du der Detective bist. Ja, ich weiß Vorsicht, nicht. Andi, Vorsicht, hier brennt's. Hier brennt's. Vorsicht, da brennt's. Genau da, wo du hinläufst. Ja, hier brennt einiges gerade. Hier brennt hier vieles, Alter. Warum schmeißt du eigentlich überall was hin? Das ist eine Lüge. Ja. Nee, du hast doch die Explosion gehört. Oha, ich bin Traitor. Cool. Wie konnte das passieren? Daru hat mir eine Waffe gegeben. Ich bin Traitor jetzt. Das ist eine Explosionsmine. Explosionsmine? Mach die kaputt. Akmala? Ja, gut kaputt gemacht. Alter. Das hat Daru gemacht. Ist er reingelaufen? Er hat sie entschärft, Gott. Sagen wir es so. Ja. Aber ohne Uniform, das ist halt ein bisschen problematisch. Vor allem dieser Zeitraum einfach. Hier ist eine Explosionsmine. Och, Mann! Hier ist eine Explosionsmine. Okay. Was sagt uns das jetzt? Die Explosionsmine ist weg, die hat Daru entschärft. Ja. Mit vollem Körpereinsatz. Stiftung Warentest. Ich habe extra nochmal den Satz zu Ende gemacht, damit ich nicht irgendwie unfair spiele, weil ich hätte ja gerade eigentlich gar nichts mehr sagen dürfen. Leute, es geht ja alles mit und Andi ist wirklich Traitor gewesen, kleine Drecksau! Es kann nicht wahr sein, Leute, meine Antenne, die hebt es jedes Mal in die Höhe. Jedes Mal ist die Antenne so, aber ich befriedige sie nicht! Eine Tastatur gekommen und dann ist meine Maus. Schießen auf X. Schießen auf K. Ja, wo ist denn jetzt Curry? Wahrscheinlich nicht mehr im unter uns Akmala, wo hast du Curry getötet? Ich habe Curry nicht getötet. Ich war gerade hinter dir, was möchtest du von mir? Achtung, Hina, der ist tot. Ich habe das extra nicht bestätigt, weil ich genau weiß, dass hier Andi in der Nähe war. Kann ich mir was von dir nehmen? Okay. Raja, danke für den Resub. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen wundervollen Resub und Booster. Danke für deine absolut sexy Bits, Alter. Von Kevin Totis Körpergerät. Danke für den Resub. Sepe, danke für den Resub. Ihr seid die geilsten Sicher auf der Welt. Hat er nicht gesagt, dass er beim Tripwire war da? Ich hab mit Daru, also ich stand neben der Tripwire, wollte drauf schießen, Daru ist reingegangen. Ja, das mit der Antenne, das war gerade ein bisschen Rage, Leute. Tut mir leid. Ich hab gedacht, Curry hat auch nochmal gesagt, dass da aber auch ist. Die könnte mal wieder poliert werden. Ja, hab ich das verstanden. Nee, Curry war da nicht. Ach so, ja. Ach so. Hat die da jetzt eine Vein erschossen? Nein. Ich glaube, es hätte gar keinen Unterschied gemacht, wenn ich einfach wahrscheinlich schon. Ach, Andi, du warst es. Nein. Sicher nicht. Ja. 100%ig. Vielleicht. Warum schießt du dann auf Hina? Warum nicht? Und Akmala schießt! Aber Akmala... Och, nein! Ach du Scheiße! Ach du Junge! Ich hab deine DNA auf dem Scheißding! Was? Manno! Ja, du hast doch den DNA-Scanner gedroppt, den habe ich genommen, dann habe ich geguckt, welche DNA an deinem Körper waren. Dann hat das Gerät angezeigt, wo die Person ist. Ja, aber Andi und ich hatten vorher noch geöppelt, das heißt eigentlich nichts. Also, der hat halt einfach ein cremiges Taschentuch. Ach Gott, nein, nicht das cremige Taschentuch, oder? Okay, aber Andi hat dich gekillt, oder? Ja, natürlich hat er mich gekillt. Ja, gut, dann ist doch der DNA-Scanner. Mein Gefühl war am Anfang nicht scheiße. Aber hätte ich ihn dann umgebracht, Junge? Was war dein Plan? Was war der Move? Liebe verteilen. Fairy Dust. Ich hab manchmal so das Gefühl, bei Daru im Kopf passiert manchmal so ein Kurzschluss und dann will er einfach sterben so. Ich üb schon mal. Alter. Okay. Daru, also jetzt sei doch mal nicht so düster hier. Was ist mit dir los, Mensch? Was soll das denn jetzt? Ist ja nicht mehr so lange, ne? Hä? Komm, zwei Wochen hast du noch. Okay, nett. Zwei Wochen hast du bestimmt noch. Mindestens. Bin mir ziemlich sicher. Also im Moment ist eine Zeit, wo ältere Leute häufig sterben. Okay, Akmala, alles klar. Alter, also das habe ich jetzt als Drogen verstanden. Bevor wir das auf Daru übertragen, woher weißt du diese Statistik? Woher? Was ist deine Browser-History?
Ich bin kein. Das ist nicht Browser History. Das hat was damit zu tun, wo ich arbeite. Browser History. Oh. Sie ist der Grund. Akmala ist meine Motivationssprüche. Wie ist sich überführt fühlt, ey. Ja, weiß man sowas halt. Nein, ich arbeite in einer Behörde. Leute, wir kombinieren das jetzt, ja? Wir kombinieren das. Wir machen Zuhüpfer. Die Italiener, schon wieder eine Proximity. Wie hängt diese Mine da? Können wir da mal kurz drüber reden? Haben wir schon wieder eine Mine? Wer hat die Platz? Ich möchte noch nicht die Fuß, weil ich finde die schön, wie die da hängt. Wo ist die? Wo ist die? Wo seid ihr? Wo ist die? Jetzt mal ganz ehrlich, also wir sind denn? Also Akmala und ich sind beim Waffenraum, warte mal. Was ist der Waffenraum? Also, da, wo die ganzen Waffen liegen, über den Nähe von den Betten. Danke für die. Ich sag schon mal, da, hier, die hängen senkrecht. Ah, da ist Andi, warte. Nee, ich glaub, das geht nicht. Warum lacht Akmala? Weil wegen Mine. Das ist zu geil. Also, da hat jemand mit der Mine kreativ versucht, andere Dinge abzusichern. Hä? Diese Ecke gehört mir. Warte mal, kann man da drauf schießen? Ja, wahrscheinlich, aber. Du darfst doch nicht da dran sein. Guck mal, wie die da steht. Ja, da oben hängt noch einer auf der Tür. Also, ich möchte nicht sagen, ich habe bereits in diesem Spiel schon Minen platziert und ich weiß, wie man die platziert. Würde ich jetzt mal als auch. Argument benutzen, ne? Also für das, die Mine kommt, glaube ich, Daro in Frage. Oh, wow. Er wollte einfach. Daro hat nicht mehr so direkt lange. Da reinrennen. Oder vielleicht jemand anderes. Wer denn? Du? Das möchte ich nicht ausweichen. Nein, du nicht. Ich hab die gerade gelegt. Achso, dann bist du Detective. Du hast sie jetzt gerade jetzt gelegt, oder was? Ja. Nein, als Detective. Nein, ja. Das ist eine Detective. Das wäre so geil, wenn es eine Mine geben würde, die nur Traitor irgendwie explodieren lässt. So. Es wäre auch ein bisschen sehr krass. Dann denk mal, als Traitor. Die nur Innos explodieren lässt. Echt? Ja, die Melon Mine. Melon Mine? Die haben wir aber nicht. Was ich glaube, die wurde nicht reingenommen, weil die zu nah an der Proximity Mine drin ist. Okay. Das ist geil eigentlich, weil. Ja. Okay, darum. Dann hast du jemanden, der da nicht drüber laufen will und dann weißt du schon, okay. Frohe Ostern! Happy Easter! Frohe Ostern! Ich hab mir heute die Eier bemalt! Kina hat Akmala erschossen. Ja. Ina ist tot! Was? Ja. Akmala weiß es nur noch nicht. Kina wird sterben! Okay. Akmala tot! Hina! Was? Ja! Ja, ich weiß! Akmala! Ja? Akmala! Ja, hallo! Darumat lebt noch! Oh Gott! Daro? Ich bin verwirrt! Ja! Darumat lebt! Darumel! Darumala! Darumel! Darumala! Darumat! Malumat, Alter! Akmaro! Akmala! Andi! Lol, was? Andi! Herr Lina, Ryan, Mercury, Knight, Akma, Andi, da, Navain. Akma und Daro. Daro, Lein. Hast du das gehört, Akma? Nee. Jemand ist gestorben. Nein, es ist noch nicht so weit, Daro. Keine Sorge, alles doch, gut. Jetzt hast du den komplett nervös gestorben. Echt jetzt? Ja. Wer? Weiß ich noch nicht, weil ich die Leiche nicht. Aber wir müssten mal zurück, Akma. Ja, ich hab eine Leiche gefunden. Achso, du bist da. Ich wusste nicht, dass du da bist. Das ist Andi. Ja, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Unknown Damage 466. Ziemlich sicher. Hier habe ich das irgendwo gehört, als wir hier. Ist da Blut? Ja, da ist Blut. Okay, dann ja, dann RIP. Wo? Ja, dann wie ist das halt da da an der Tür. So. Geh mal weg, Tina. Irgendjemand bringt mich hier. Komm mit, wir gehen raus. Ist das ein Wunschakmaler oder was? Irgendjemand bringt mich um. Ach so, ich hab verstanden, irgendjemand bringt mich um. Hina geht rein. Hina zielt auf Akmala. Nee, ich zähle nicht auf. Wir sind alle tot in 3, 2, 1, tot. Oh, Hina ist aber ein bisschen passiv-aggressiv gerade, ne? Da haben wir ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht, ob er vielleicht. Bist du fertig, der Akmala langsam? Ich werde nervös. Es gibt keine. Es gibt keine DNA! Hä? Was ist jetzt passiert? Hina. Hä? Hina hat Daro getötet. Hina ist passiert. Ja, danke. Hina hat Daro getötet. Daro weiß das aber noch nicht. Oh. Daro, bist du tot? Ja, sorry. Daro tot? Daro tot. Daro weg vom Andi? Fenster. Wo Leiche? Andi? Warum ist deine Leiche Navain? Da, Andi? Ja. Gott.
Was war das? Ich wusste es. Hina dann. Hina! Es ist ein Kevin Hina gespannt. Ah! Hina! Daro? Stay alive! Stay alive! Er schießt mich ja jetzt nicht, meine Nase läuft. Okay, warte mal. Navene muss alleine! Ja, ja, klar. Danke! Wenn man euch jetzt mit Käse überbacken würde, wärt ihr dann leckere Traitoren oder wärt ihr einfach... Nein, ich bin's nicht! Scheiße! Klar bist du's nicht, ne? Mann, wir lassen uns immer viel zu viel Zeit, wir hätten die Runde holen können! Weißt du, Curry, wir haben da gerade einen Moment. Ja, ich weiß. Und du haust mir die Kapuze in den Rücken. Ich muss das leider tun, weil die Zeit knapp war. Es tut mir leid, Andi, es tut mir wirklich leid. Das war nichts Persönliches. Das war Fairy Dust. Mich hat Daro mit einer Harpune getötet. Noch eine halbe Stunde und ich hätte hier. Ja, ich hab dir meinen fetten Riemen reingerammt, Daro! Das war deine Harpune? Ja, meine Harpune habe ich nicht unter Kontrolle. Okay. Wild. Wie war das? Willkommen bei der wilden TTT-Runde, Junge. Ich find's aber auch gut, dass wir immer so unauffällige Challenges als Traitor haben, oder? So ein bisschen rumhüpfen, zuschreien die ganze Zeit in gewissen Abständen, das ist ja perfekt. Ich will bitte nochmal Traitor sein. Spiel, hallo, lass mich nochmal. Spiel, wenn du mich hörst, lass mich Traitor sein, komm. Möchten Sie die Kühe melken? Hä? Das Erste, was ich höre, wenn ich mich mute, ist das. Das kannst du nicht. Das ist ein Scrubs-Zitat. Ja, das kenne ich. Oder? Ja. Ist dein Schnitzel, sonst kriegst du keinen Nachtisch. Wer von euch beiden hat so heldenhaft die Mine platziert? Ich. Andi, warte mal, stellst du gerade wirklich die Frage? Also jetzt fühle ich mich aber angegriffen. Keine Ahnung, das hat bei mir rumgebackt. Ich so, hä? Warum funktioniert das nicht? Und dann auf einmal, ja. Okay. Ich glaube, wenn das mir passiert wäre, dann hätte ich mich sogar einfach drüber aufgeregt und hätte das auch einfach gesagt. Also nicht, dass ich die platziert habe, aber... Ja. Ey, Hina, das passiert. Wir sind alle hektisch unterwegs, ja. Wir haben Stress als Trader. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Ist so. Ja? Also, ich fühle mich nicht immer beobachtet. Na, Wayne, hör mal auf, Trader zu sein, du Arschloch. Du überlegst gerade die ganze Zeit, ob du mich oder Hina umbringst, oder? Ja. Oder du hast darauf gewartet, dass Hina sich umdreht, damit ihr beide mich killen könnt, damit das unauffällig ist. Und nee, bam! Nee. Wenn, dann ist es eine Wayne. Kommt das so an? Was ist jetzt passiert? Alter, da kommt einfach so ein Andi langgejietet mit seinem scheiß Baseballschläger. Ja, okay. Ja, das auch. Alles gut. Andi mit seinem Baseballschläger. Ich hab geguckt, welcher mehr Damage macht. Sobald Andi einmal den Gürtel öffnet, ist der Baseballschläger außer Kontrolle. Ah. Hä, was ist denn hier? Wow! Schillerstraßen TTT. Alter, Schillerstraßen TTT ist ja geile Idee. Oh mein Gott, ja, Hema, wir machen Format da draus. Schillerstraßen TTT. Das Publikum sagt, wie man sich verhält und was man sagt. Ui. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken, Leute, ne? Da müssen wir nochmal ein bisschen Brainstorming machen. Vermel? 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 Ist es Vermel? Neu? Das neue Waschmittel? Vermel? Ah, na, Vena, wir beide. Hä? Akmala tot. Man braucht Akmala nicht mehr sehen, man weiß immer, ist Akmala wirklich tot jetzt? Nein, noch nicht ganz, aber gleich. Was ist denn passiert? Ja, warte mal, das kann aber dann nur entweder Navane oder Andi sein. Leute. Kacke. Der Andi ist doch Detective. Sie hat gerade Navane. Ja, dann ist es Navane. Navane. Dann ist Navane Drecksack. Ja, Navane war das. Hey, was war das denn? Andi, warst du das? Hat gerade richtig ins Junge, ich komme hier gerade einfach mitten ins Geschehen. Er schießt mich einfach. Was ist mit dir? Lebst du noch, Curry? Ja, ich lebe noch. So will ich ja nicht reden. Der war gerade. Der war in deiner Nähe. Hä? Genau da, jetzt rechts. Mach ihn fertig! Er wurde erschossen? Ja, ich hab ihn in den Rang geschossen. Ist das Sonic Detective, Alter? Sonic Detective. Hä? Jetzt Hühnchen? Jo, was ist das für eine Runde? Ich glaube tatsächlich, Hina hat ihn verkauft. Ich schwör's euch. Ja. Hina hat ihn verkauft. Auf jeden Fall. Und schießt sie wieder rum. Also, ich hab doch gar kein Hühnchen gezogen. Hier ist Hühnchen! Echt, das scheiß, das Hühnchen scheiß. Ist es das Akmala-Hühnchen? Akmala? Du kommst jetzt in die Pfanne, mein Freund. So sieht's aus.
Nee, Akmala lebt noch. Also entweder da oder Akmala. Also das ist safe. Hier Hühnchen einfach so rausdroppen, das macht kein. Also. Okay. Liegt jemand tot? Du kannst dich auch eigentlich weiter mit Akmala uns unterhalten, Daro. Alles klar. Danke! Was ein Timing! Ich hab's nicht gehört, das tut mir leid. Ich hab gesagt, Navain erschießt mich. Ich hab's nicht wirklich gehört. Keiner kriegt das mit. Und dann als nächstes. Doch, ja, Akmala muss es gewesen sein. Nee, dass ich dich erschossen habe, das haben sie mitbekommen. Da haben sie ja sogar noch gesagt gehabt, so von wegen, hier kann ja nur noch Wayne dann sein. Achso, ja, aber ach so, nicht live. Ja, also live habe ich nicht die Aussage wahrgenommen, dass... Das aber ich fand geil, weil... Aber am geilsten fand ich einfach... Da gekauft gehabt, hab 3 Punkte gesehen, wollte mich auf den Weg machen und Daro erschießen. Also was ich am geilsten fand, weiß ich, ich hab Akmala erschossen, es ist der Tod, klappt zusammen und liegt auf dem Boden. Oh. Yes. Das hab ich gar nicht gesehen. Stellt euch mal vor, Akmala so, also niemand wünscht man etwas sowas, ja, aber Akmala ist so in der Bank, auf einmal wird die überfallen, das erste, was sie sagt, oh, nee. Ach, Scheiße. Ach, oh. Nicht schon wieder. Akmala ist einfach der Ego Kowalski des Todes. Ja, genau, das wollte ich doch gerade machen. Nee, Akmala, wenn Akmala überfallen wird, fängt sie erstmal an mit, wussten Sie, dass die Sterberate von Alten ist gerade? Woher wissen Sie das ja? Ich arbeite da irgendwo da. Ich arbeite beim Tod. Ich arbeite bei einer Behörde. Diese Behörde beschäftigt sich mit so etwas. Ich wollte jetzt nicht unbedingt sagen, was es genau ist. Ich kann es gerne beschreiben später. Warum weißt du nicht so darüber? Ich weiß es auch nicht so, wie sie es gerade gesagt hat. Ich kann euch mehr Infos dazu geben. Ihr werdet auch irgendwann alt. Nein. Irgendwann landet ihr auf meinem Tisch. Das hatte jetzt so ein bisschen was von diesen Tupperwarenverkäufern. So, ich kann dir das auch erzählen, aber das machen wir dann in privater Runde. Oh mein Gott, hören wir auf mit Tupperware, Alter. Wir hatten früher beim verkaufsoffenen Sonntag immer eine Tupper-Tussi da. Daro schießt. What the fuck? Du hast auf mich geschossen. Andi hat auf mich geschossen. Daro ist nervös. Geschossen. Ich hab mich erschrocken. Warum sollte Andi einfach das Feuer öffnen, Daro? Ich bitte dich. Frohes Schaffen. Er hat halt geschossen. Hallo, Andi. Er hat sich auch zugegeben. Ich Andi, halt sich. Neben dem Detektiv. Daro, hey, vertrau mir, Daro, komm mal mit. Bitte Daro, nicht. Ey, komm mal mit. Ich vertrau dir 100%, Daro, komm mal mit, ich zeig dir was, komm mal mit, ey. Okay. Ich zeig dir jetzt was, okay? Hast du schon mal Andi von dem Flipspeepen-Dings gehört? Von dem alt-ultraleichten Flipspeep? Nein, wo gehst du hin? Hä, was ist das? Im Raum. Was ist denn ein ultraleichtes Flitzpiepen? Willst du mich gerade hier? Nee, willst du mich gerade wo reinlocken, Alter? Nee, wo willst du mich denn hinlocken? Willst du mich gerade hin? Willst du mir gerade deinen Penis zeigen? Ja. Geil. Wirklich? Akmala, Fairy Dust. Wir haben willst hier gerade Private Sharing, okay? Frohes Schaffen. Komm, Akmala ist wieder enttäuscht. Hey, Akmala ist wieder enttäuscht, hast du genau gehört. Was hältst du davon, wenn wir uns gegenseitig. Und dann kam überall Fairy Dust. Fairy Dust in your face. Sprinkel, sprinkel. Andi? Romantisch. Navain? Ja. Und verderben zugleich. Oh Gott. Ist Daro. Hallöchen. Ich werde geschossen von. Nein. Ich war's nicht. Ich schwöre, ich war's nicht. Das ist so gelogen. Das ist gelogen, aber der hat gelogen. Nicht. Der hat gelogen. Ich schwöre, der hat gelogen. Sehr passende Waffe. Der hat gelogen. Ich schwöre, der hat gelogen. Ja, nee, hier ist noch. Das ist Kevin, der hat noch eine Wandmine angebracht. Kevin, ist es hundertprozentig? Nein, der hat gelogen. Also, Kevin ist frei zum Abschluss. Das. Er hat gelogen. Alle lügen. Aua, aua, aua. Was ist denn hier? Frohes Schaffen. hab Curry getötet. Ja, ich vergesse das die ganze Zeit! Mann! So viel Hot. Oh ja, hol mich wieder an. Du bist mein Held, Alter, komm. Oh. Kommt. Ja, moin, alles klar, nein, rein du bist da! Du Arschloch! Rein in die Frikadellen! Andi, bitte, komm, bitte! Nein. Bitte, Andi, komm! Nein! Andi! Nein! Ja? Okay, ich lad mal nach. Warum bist denn du so schnell? Weil ich eine alte Rekordtappe finde. Oh,
ich hab die zweite Mine zu spät gesehen. Junge, wie schnell ist die denn hochgefahren eigentlich? Scheiße.